Ja, hallo, hier ist Andreas Zimmermann von der EMDR Akademie. Ja, ich habe heute besondere Freude, mit Jean-Claude Stutz zu sprechen. Jean-Claude Stutz ist 2001 aus der Schweiz nach Deutschland gekommen und hat Norddeutschland enorm bereichert, was das Coaching und was die Psychotherapie anbelangt, aber insbesondere was das EMDR anbelangt, hat dort eine ganz spezifische EMDR-Praxis. Und ich kenne Jean-Claude jetzt gut 5 Jahre. Und wir sind seit dieser Zeit auch in engem Kontakt und bin fasziniert über die ganzen Jahre hinweg von seiner Art, EMDR zu praktizieren und war insbesondere auch begeistert, auf welche Art und Weise Jean-Claude damals durchgestartet ist mit seiner Praxis. Und ich freue mich auf das Gespräch, das wir jetzt zusammen haben und begrüße dich ganz herzlich, Jean-Claude. Ja, hallo Andreas. Es freut mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen. Na du, eine Frage an dich, wenn du so vorher-nachher vergleichst, wie hat EMDR deine Arbeit verändert? Ja, also ein großes Thema für mich ist ja die Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Also das hatte ich immer so im Fokus und dahingeschaut, habe da schon mit sehr effektiven Methoden aus der systemischen therapeutischen Arbeit gearbeitet. Und letzten Endes dieser Punkt, also mir hat letztens jemand gesagt, Jean-Claude, du bist so ein Gummibanddurchschneider. Also immer das, was mich zurückgehalten hat, wieder zurückgezogen hat, das schaffst du zu durchschneiden. Und das hat mich natürlich riesig gefreut, und erlebe auch diese Erfolge. Und genau das ist eigentlich auch dieser Punkt, wo ich sage, das ist das Element, was wir eben mit diesen traumatherapeutischen Methoden schaffen. Und gerade EMDR, da habe ich letztendlich, gehe ich ja da auch auf, meine Praxis heißt auch EMDR-Praxis, schaffen wir eben solche Gummibänder zu durchschneiden, dass nachhaltig alte Themen verarbeitet werden. Ja, also erziele ich sehr viele große Erfolge und das freut mich. Und ist natürlich besonders für meine Klienten sehr hilfreich. Ja, wunderbar. Jetzt weiß ich ja, dass du sehr, sehr intensiv mit EMDR auch arbeitest. Und ich weiß auch, dass du ganz, ganz viel in deinem eigenen Handwerkskoffer auch an unterschiedlichen Methoden hast. Was ist so das Besondere, das Synergetische, wie du EMDR mit den anderen Methoden aus deinem Handwerkskoffer verknüpft hast? Also ich glaube, einmal kann man erstmal grundsätzlich diesen Handwerkskoffer anschauen von EMDR. Ich habe ja bei dir in der EMDR-Akademie sehr viele Vorbildungen und Ausbildungen besucht und dadurch auch unglaublich viele Tools von dir mitgenommen, EMDR in unterschiedlichen Versionen anwenden zu können. Somit würde ich eigentlich damit anfangen, also was das eigentlich alles beinhaltet, also BrainLock, eine Methode, die du mit deiner Frau erarbeitet hast, die super effizient ist, die sehr nachhaltig wirkt und auch eben sozusagen zu sehr zügigen, schnellen Erfolgen führt. Verbunden einmal, und das nehme ich gerne einmal so auf, was die Klienten mir ja auch immer sagen, mit meiner so Persönlichkeit, mit meiner offenen und begeisterungsfähigen Art, mit meinem Optimismus. Damit verbinde ich das im Schwerpunkt. Dann habe ich natürlich die systemische therapeutische Arbeit im Koffer, die auch sehr effektiv ist, diesen Menschen eben auch im System anschaut. Dann arbeite ich auch gerne mit systemischen Aufstellungen, wo viele Dinge aufgedeckt werden, wo Menschen merken, ah, da stehe ich ja in so einem Bezug zu etwas, was mich da letztendlich auch immer wieder dahin führt, wo ich bin. Und ich habe auch gesprächstherapeutische Ausbildung und bringe letztendlich auch ein großes Wissen mit über ja, die Welt, sage ich jetzt mal so. Ich bin auch oder habe das Glück, so darf ich es vielleicht nennen, dass ich an so vielen Stellen auf der Erde schon tätig sein durfte. Ich habe eine Zeit in Brasilien verbracht, in einem Kinderhilfswerk gearbeitet. Ich habe mal eine Zeit in Australien verbracht. Also so könnte man sagen, so gegenseitig bin ich da mal unterwegs gewesen und habe auch Italien von der Arbeiterseite kennenlernen dürfen. Und wenn man so ein bisschen unterwegs war, dann unterschiedliche Menschenkenntnisse auch noch mit dem Koffer hat, dass eben andere Kulturen ganz anders auch ticken, Dinge auch anders sehen, ist das auf alle Fälle auch ein sehr, sehr hilfreiches Werkzeug, was ich da mitbringe. Und ja, ich würde mal sagen, das ist so dieses Rundum-Paket, mein Menschenbild, meine Art der Motivation, des Zuspruchs,
des dran Glaubens, dass du viel mehr aus dir rausholen kannst, als was du jemals eigentlich schaffen kannst. Dann danke ich dir, dass du so an mich glaubst. ja, aber du sprichst für mich ganz, ganz was Wichtiges an und da bin ich auch zutiefst von überzeugt, dass das eine unglaubliche Wirkung hat. Ich kenne dich ja nun schon einige Jahre und du bist für mich auch so ein Paradebeispiel und ein Muster für konstruktive, positive Haltung den Klienten gegenüber. Also das, was du eben selbst auch formuliert hast, was dein Optimismus anbelangt, auch deine Zuversicht, auch das, was du immer in Menschen siehst, das Ressourcenvolle. Natürlich mit Sicherheit diese Haltung, auch wie du es gerade beschrieben hast, geprägt aus deinem Lebensweg, der ja sehr, sehr bunt war. Und ich glaube, ich kenne es von mir und kenne es auch aus der Ausbildung, weil es mir da auch immer besonders wichtig ist, dass gerade bei dir auch dieses Thema Haltung ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist. Ist das so? Absolut. Absolut. Andreas, das ist das Element, da muss ich einmal den Ball an dich da zurückgeben. Das ist auch etwas, was so wundervoll ist in der Zusammenarbeit mit dir als Lehrtherapeutin der EMDR-Akademie. Die Haltung ist so, so wichtig. Unsere innere Einstellung zu den Dingen, die wirken Wunder. Ja. Und die Dinge zu überprüfen und daran auch zu arbeiten, das macht das Leben letztendlich auch leichter. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft an alle, die mit EMDR arbeiten, dass es halt nicht darum geht, einfach nur 8 Protokollschritte oder irgendeine Technik runterzuarbeiten, sondern dass letztendlich die eigentliche Kraft in den Menschen selbst liegt und das ganz maßgeblich auch halt die Art der inneren Haltung und Einstellung ist, die wir in der Begleitung aufzeigen. Absolut. Kann ich nur doppelt unterstreichen, was du da gerade sagst. Ja, so ist es. Ja. Es nützt eine Technik, die technisch ist, ohne Verbundenheit von, nennen wir mal dieses Wort Liebe, ja, ist eben eher blechern. Ne? Ja. Ja. Genau. Gut, ich glaube, dass das ein ganz, ganz schöner Impuls und auch eine Inspiration ist für Menschen, die sich für so eine Methode wie EMDR interessieren, dass es halt nicht nur Technik oder nicht nur Winken ist, sondern dass wesentlich mehr dazu gehört, um dieses wundervolle Instrument wirklich so richtig kraftvoll wirken zu lassen. Absolut. Also der Glaube in den Kern eines Menschen, dass in dem alles steckt, was er braucht, ja, ist ein sehr wesentlicher Punkt. Ich könnte auch im Prinzip vielleicht das Gegenteil kurz sagen. Wenn ich nicht dran glaube, dass ich jemandem helfen kann, dann sollte ich es dringlichst lassen und an mir arbeiten. Ja. Ja. Das ist ja das, was du jetzt sagst, ist ja letztendlich auch das, was so ziemlich weltweit sämtliche Studien nachweisen. Wenn man so die alle unter einen Strich legt, kommt circa raus, 20-25% liegen in der Beziehung, 20-25% in der Hoffnung und Erwartungshaltung, die jemand mitbringt, 45% im Klienten selbst. Und die Studie, die einer Methode die meiste Wirksamkeit nachweist, kommt gerade mal auf 15%. Und das Spannende ist, dass dabei ja die Haltung des Therapeuten gar nicht mit einbezogen wurde in diese Studien. Und wenn wir, das würde jetzt natürlich den Rahmen unseres Interviews sprengen, aber wenn wir da den Rosenthal-Effekt noch berücksichtigen, also das, was ich glaube, was das für einen Einfluss haben kann auf die Person, die mir gegenüber ist und welches Feld ich damit bereite, das ist bei diesen Studien noch nicht mehr berücksichtigt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Definitiv. Also das ist wirklich das Element in dieser Sache. Ich bin natürlich so ein starker Fan mittlerweile von diesen wirksamen Methoden aus dem EMDR-Bereich und Brainlock, dass ich da manchmal denke, es ist ein bisschen prozentual ein bisschen mehr. Aber ich gebe dir gerne recht, dass definitiv der Glaube daran, dass das, was da in dir steckt, das kriege ich schon hin, dass du letztendlich dasselbe auch wieder in dir entdeckst. Ja, das ist ein Kern, definitiv. Ja.
Und vielleicht kann ich da einmal kurz etwas zurückmelden, was ich ja auch über die letzten 5 Jahre mit dir zusammen erfahren durfte, dass du gerade auch eben dieses Element so gut vermittelst. Also letzten Endes auch in diesen ganzen Ausbildungen mit diesen wundervollen Menschen und Therapeuten, wo ich da auch zusammen lernen durfte, ist genau das eben auch das Element gewesen, diese innere Haltung, die Achtung vor dem anderen, den würdevollen Umgang miteinander, damit wir eben miteinander weiter wachsen und so weiter. Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für diese Rückmeldung, Jean-Claude. Und ich danke dir ganz herzlich für die Impulse, die du auch, glaube ich, an alle weitergeben kannst, die sich dieses Gespräch anschauen. Und freue mich auf unsere weiteren gemeinsamen Begegnungen, dass wir in Kontakt sind, und wünsche dir alles, alles Gute. Ja, lieben Dank. Das wünsche ich dir natürlich auch. Ja. Gut, ciao. Ciao, ciao.